Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself Inspiration Reviews. Ich stelle euch heute Nagellackentferner-Pads vor, die waren im Set. Zusammen haben diese drei kleinen Dosen 3,99 € gekostet und in jeder Dose sind 32 Pads enthalten. Und die haben eben unterschiedliche Gerüche. Das ist einmal Kirsche, einmal Erdbeere und einmal Blaubeere. Ich fand das ganz spannend mit den unterschiedlichen Gerüchen und will die jetzt mal aufmachen und auch mal ausprobieren. Und demnächst mache ich auch mal nochmal einen Vergleich mit anderen Nagellackentfernern. Also vielleicht interessiert euch das auch, das will ich schon mal ankündigen. Und ja, ich fange mal mit Kirsch an. Ihr seht vielleicht, ich habe mir die Nägel mal so ganz grob lackiert. Das habe ich jetzt wirklich nicht so ordentlich gemacht, weil ich die ja sowieso jetzt direkt wieder ablackieren möchte. Das sind so ganz dünne Pads und das hier ist Kirsche. Es riecht ein bisschen künstlich nach Kirsche, aber andererseits riecht es auch sehr natürlich. Das hat irgendwie auch so einen leichten Kamillengeruch, habe ich gerade im Gefühl. Es ist jetzt nicht so richtig wie Kirsche, sondern eine leichte Mischung. Ich benutze das jetzt mal und okay. Ist ein bisschen anders als so ein normaler Nagellackentferner, aber wie ihr seht, lässt sich das sehr gut entfernen. Es steht hinten auch drauf, dass das die Nägel pflegt und dadurch, dass da auch Öl enthalten ist, also mit Öl, dadurch soll eben der Nagel gepflegt werden und gesund sein und glänzen. Und ich finde, er kann sich sehen lassen. Also es ging sehr, sehr gut ab. Im ersten Moment dachte ich nicht so gut, aber ja doch. Und es riecht eben nicht so schrecklich wie anderer Nagellackentferner. Es riecht eben gar nicht so wie dieser brennende Geruch von Nagellackentferner, sondern eben ganz mild und zusätzlich noch mit diesem Duft. Jetzt habe ich hier Erdbeer. Oh, da habe ich auf einmal zwei Pads genommen. Die sind eben sehr dünn und wenn man nicht aufpasst, hat man da direkt mehrere in der Hand. Und jetzt rieche ich da mal dran. Und es riecht für mich gar nicht wie Erdbeere. Riecht gut, so fruchtig, aber Erdbeer rieche ich da eigentlich gar nicht raus. Und auch hier im ersten Moment klebt es so ein bisschen am Nagel fest. Aber man kann da sehr gut drüber reiben. Und es fühlt sich auch wirklich direkt irgendwie ein bisschen gepflegter an, als wenn man den anderen Nagellackentferner benutzt. Ich habe euch ja letztens auch schon mal andere Nagellackentferner vorgestellt. Und die sind so, wenn man die benutzt, irgendwie ganz anders auf dem Nagel. Und hier hat man so, als wäre hier so eine Ölschicht drauf. Also Erdbeer auch sehr interessant, aber wenig Erdbeergeruch. Kirsch riecht doch etwas stärker. Und jetzt habe ich hier Blaubeere als nächstes. Blaubeere, auch erstmal dran riechen. Und es riecht sehr angenehm, aber ich rieche überhaupt nicht Blaubeere. Riecht auch ganz ähnlich wie Kirsch. Also die haben alle eigentlich so einen Grundgeruch, der mich ein bisschen an Kamille erinnert. Hatte ich ja gerade eben schon gesagt. Aber dass der jetzt wirklich richtig nach Blaubeere riechen würde, könnte ich nicht, habe ich nicht im Gefühl, auch wenn ich am Nagel rieche oder wenn ich an einem Pad rieche. Diese Gerüche, die hier draufstehen, die kann ich eigentlich nicht so richtig bestätigen. Am stärksten hat noch Kirsch, konnte man noch erkennen. Und die anderen riechen einfach angenehm, fruchtig, aber ob das jetzt Blaubeere oder Erdbeere ist, konnte ich jetzt nicht so stark rausriechen. Ja, insgesamt ganz interessant, diese Pads. Ist eben was ganz anderes, weil die mit Öl sind und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass das pflegender für den Nagel ist und man sieht auch diesen Nagel. Das sieht wirklich jetzt ganz gut aus, finde ich. Also die Oberfläche glänzt und es ist jetzt nicht mehr nur noch das Öl, selbst wenn ich hier so drüber gehe. Die Oberfläche ist einfach insgesamt jetzt schön glänzend. Ja, sehr interessant. Jetzt habe ich die mal ausprobiert und ich habe es ja eben schon gesagt, ich werde auch noch ein anderes Video machen, wo ich dann verschiedene Nagellackentferner ausprobiere. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal so Nagellackentferner-Pads ausprobiert habt, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt, ob ihr die besser findet als normalen Nagellackentferner
oder ob ihr die vielleicht doch gar nicht so gut findet. Schreibt das alles in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch schon mal diese verschiedenen Düfte ausprobiert habt. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und ja, schreibt mir was, gebt mir einen Daumen nach oben und sonst sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!